Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich habe gerade einen ganzen Moment Winning of Isaac gespielt. So, alles wieder nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Nachdem ich mich in der letzten Aufnahme total tot geärgert habe, es war spät nachts und ich hatte keine Lust auf diesen ganzen Crap, dachte ich mir jetzt, oh, nimmst du jetzt wieder auf und versuchst es noch einmal. Vielleicht läuft es jetzt besser und du warst einfach nur übermüdet. Sollte es jetzt nicht besser werden, könnte es sein, es ist die schlimmste Rage-Aufnahme meiner ganzen Kanallaufkarriere. Ich weiß es nicht. Mal schauen, was wir hier so finden. So, wo waren wir denn eigentlich jetzt mal? Hier anscheinend schon. Hier haben wir auch schon. So, mal ganz kurz gucken. Wo? So, wo muss ich denn hin? Anscheinend nicht. Wo muss ich hin? Ach, hier hinter wahrscheinlich. So, was haben wir denn jetzt hier? Was hat man denn hier? Was hat man denn hier? Was hat man denn hier? Da liegt schon Toter. Da bin ich anscheinend schon gewesen. Katze hat schon geknurrt. Oh. So. Hulalalalala. So. Jeder Kuppel beschwören. So, und weg damit. Super. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Und dann können wir ja langsam auf die Kopflosen draufhauen. Huch! Hat meine Maus gerade ein bisschen verbuggt. Ja, ja, die Maus hat sich verbuggt. Schon klar. Holla, die Waldfee, was ist denn hier los? Stirb, 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 stirb. Ja, irgendwie läuft es besser. Kann ich verstehen. Aber es läuft auf jeden Fall besser jetzt, ne? What the fuck? Hulalalalalalala. Was war denn jetzt, los? Das war ja ganz schöne... Oh, shit. Euer Begleiter ist verwundet. Das tut wirklich weh. Kann ich mir vorstellen. Nein, ich habe keinen Heiltrank gehabt. Euer Begleiter ist geflohen. Ich habe keinen Heiltrank gehabt. Ihr seid tot. Ich setze mir, glaube ich, mal ein Portal dahin. So, geht immer noch nicht. Blub. Okay, wir müssen. Da. Blub. So. Blub. Da ist ein kleiner. Da ist oben ist wieder so eine Spawnmaschine, die machen wir nachher tot. Erstmal will ich jetzt hier weitermachen. Ah, den Bogenschützfeld muss ich wegmachen. Stirb. So, super, und jetzt haben wir noch den mobilen Spawner. Machen wir den ganz kurz tot. Und da ist die Treppe nach unten, die nehmen wir aber noch nicht. Denn wir machen erstmal nach hier. Was haben wir denn hier oben jetzt noch gehabt? Ui, das war close. So, lalalalalalalala. Ja. Kurz heilen. Lalalalala, machen wir so ein Ding. Bin verwundet. Ja, ist mir aufgefallen. 5. Oh. Nein! Und ich habe kein Tor gesetzt! Ach, Mann, ich muss das Tor setzen, sonst wird das nichts. Ich werde jetzt bestimmt noch öfter sterben. Das ist, glaube ich, bei dem Level ganz normal. Weiß ich nicht, ob es normal ist. Auf jeden Fall ist es bestimmt nicht mein letzter Tod. Ich muss mir unbedingt da so ein Drecksportal hinsetzen.
Portal, 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 Portal. Portal, 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 Portal. So. So, her damit. Davon Boss, ich würde richtig kotzen, glaube ich. Okay. Kann man die ausschalten? Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Nur nicht direkt anklicken. Okay, 5. Und dann setze ich mir einfach mal hier noch ein Portal hin. Stirb, 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 stirb. So, super. Euer Begleiter ist verwundet. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir alles schön vorstellen. Ist aber trotzdem, ich finde es trotzdem übertrieben. Ich brauche mehr Mana. Wir kommen jetzt besser durch als beim letzten Mal, aber ich finde es trotzdem übertrieben. Was hier an Viechern auf einen drauf kommt. Euer Begleiter ist geflohen. So. Ich finde es ein bisschen hart übertrieben. So, gucken wir mal, dass der Turm schon doll zurückgeht. Ich habe wenig Gesundheit. Gut, Gesundheit auf tanken. Ich habe wenig Gesundheit. Oh, ich habe einen Heiltrank gefunden, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir sogar sehr gut. Wow, 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 wow. Okay, ganz ruhig. Hier ist irgendwas. Nee, kann man nicht anklicken. Schade, Start, man kann es anklicken. So. Und der ist tot. Okay. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. Die können wir also schon mal hier snacken, das ist sehr schön, dass wir uns gefolgt sind. Dann haben wir nämlich die schon mal weg. Dann wir wieder. Das ist so ein Gigant, da muss ich aufpassen. Oh nein! Nein! Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. Okay, wir müssen warten. Wir müssen warten, bis ich full life bin und dann müssen wir uns auf jeden Fall ganz schnell um die Spawn-Maschinerie kümmern. Dann um den Golem und danach um den Fetten. Um den Boss. Okay. Das tut wirklich weh. Okay, das war's. Bin tot. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hab's überlebt. Achso, ich habe noch Heiltränke. Stimmt. Sehr schön. Oh ja, ja, super. Sehr, sehr, sehr geil. Das hat mir jetzt, genau das habe ich jetzt gebraucht. Okay, dann kümmern wir uns halt erst um den. Ich weiß nicht, ob unsere Freunde den vielleicht schon tot gemacht haben. So, machen wir hier. So. Oh, der geht gleich recht schnell tot. Er verlangsamt mich die ganze Zeit nur. Bams! So will ich das sehen. Okay, dann machen wir mal Katze, Katze. Und gehen der Katze mal ganz kurz hier ein bisschen. Das Gepäck eures Stuff. Begleiters ist voll. Na komm, geh mal. Zwei Minuten, bis die Katze wieder da ist. In der Zeit kann ich gucken, ob ich vielleicht was alleine hinkriege. Ich habe noch den Kobold.
Lol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 
So. Und das ist ja gerade die nächste Ebene. Wir müssen den Bossgegner erstmal noch finden. Juhu, 15 Jahre Gule wieder. Okay, den. Oh, das ist auf jeden Fall die Spawnmaschine kaputt machen. Ja. So viel dazu. Kann ich mich gleich hier wieder? Ja, super. Wird vielleicht doch noch ein paar von dem Viecherblatt machen. Ich habe wenig Mana. So, da war der erste Tod. Zweiter Tod, geil. Okay. Sehr schön. Und der Rest ist kein Problem mehr. Und wir waren immer auf die Spawner konzentrieren am Anfang. Das ist die wichtigste. So. Super, da haben wir hier schon mal geklärt. Bogenschütze, ganz uncool. Riesiger Mana-Trank. Und die machen ja nichts. Super. Naja, die sind egal, die Dinger. Die stehen einfach nur da und tun Slowen und so ein Zeug. Der hingegen macht Schaden. Das nutze ich in der Höhle auf jeden Fall, wenn ich so eine Chance kriege.